Der Shiva Lingam und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den Shiva Lingam, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Shiva Lingam, auch als Lingamstein oder Stein der Vereinigung bekannt, ist ein faszinierender und spirituell bedeutender Stein, der hauptsächlich im Narmada-Fluss in Indien gefunden wird. Die charakteristische ovale Form des Shiva-Lingams entsteht durch natürliche Verwitterung und Erosion und die Steine werden von Hand gesammelt und anschließend poliert. Der Shiva-Lingam ist eine Mischung aus verschiedenen Mineralien, hauptsächlich Quarz und Feldspat, und wird aufgrund seiner symbolischen Bedeutung im Hinduismus und seiner energetischen Wirkung in der Kristallheilkunde geschätzt. Wirkung von Shiva Lingam auf die Psyche. Der Shiva Lingam ist ein kraftvoller Stein, der auf emotionaler und mentaler Ebene wirkt. Er fördert das Gleichgewicht von männlichen und weiblichen Energien und unterstützt die Harmonisierung von Yin und Yang. Der Stein hilft dabei, innere Konflikte und Widerstände aufzulösen und fördert die Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Er unterstützt die spirituelle Entwicklung und fördert den Zugang zur eigenen Intuition und inneren Weisheit. Shiva Lingam stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und hilft, mit Veränderungen und Herausforderungen im Leben besser umzugehen. Wirkung von Shiva Lingam auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann der Shiva Lingam die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Unfruchtbarkeitsproblemen und kann das hormonelle Gleichgewicht wiederherstellen. Darüber hinaus kann der Stein bei der Linderung von Rückenschmerzen, Muskelverspannungen und Krämpfen helfen. Shiva Lingam kann auch die Vitalität und Lebensenergie steigern und das allgemeine Wohlbefinden fördern. Die Anwendung von Shiva Lingam. Der Shiva Lingam kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten oder Anhänger getragen werden, um seine energetischen Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Shiva Lingam auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Edelsteinwasser mit Shiva Lingam kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditation kann der Shiva Lingam in der Hand gehalten oder auf die Chakren gelegt werden, um spirituelle Entwicklung, innere Harmonie und Gleichgewicht zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Shiva Lingam. Im Hinduismus wird der Shiva Lingam als Symbol für den Gott Shiva verehrt und repräsentiert seine kreativen und zerstörerischen Kräfte sowie die Vereinigung von männlichen und weiblichen Energien. Der Stein wird oft in Tempeln und Schreinen verwendet und spielt eine zentrale Rolle bei religiösen Zeremonien und Festen. Es wird angenommen, dass der Shiva Lingam Glück, Schutz und spirituelle Erleuchtung bringt und seine Träger auf ihrem spirituellen Weg unterstützt. Chakren und Sternzeichen des Shiva Lingam. Der Shiva Lingam ist mit dem Wurzelchakra, dem Sakralchakra und dem Kronenchakra verbunden. Er unterstützt die Erdung, die Lebensenergie und die spirituelle Entwicklung. Durch seine Wirkung auf das Sakralchakra kann Shiva Lingam Kreativität, Sexualität und emotionale Harmonie fördern. Der Stein wird dem Sternzeichen Skorpion zugeordnet, das vom 23. Oktober bis 21. November stattfindet. Er hilft den leidenschaftlichen und tiefgründigen Skorpionen dabei, ihre innere Balance zu finden, ihre emotionale Intensität zu harmonisieren und ihre Spiritualität zu entwickeln. Shiva Lingam, Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen. Um die energetischen Eigenschaften des Shiva Lingams zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig
etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Shiva-Lingam können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen entladen werden. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond. Oder alternativ kann der Shiva-Lingam neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdrüse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Shiva-Lingam seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Shiva-Lingams kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.